in Kooperation mit der Stadt Vechta, in Kooperation mit Moin Vechta, haben wir den Antrag gestellt, in 2021 wieder eine Gewinn durchführen zu wollen. So ist es, hat es dann ein paar Planungen gegeben und jetzt steht das Plakat, wir sind fertig, die Planung, die Internetseiten sind auch fertig, wir müssen auch eben das Grußwort der Stadt Vechta mit einbinden und dann werden die Internetseiten freigeschaltet werden am 9. März und dann hoffen wir auf Regenzuspruch von der hiesigen Wirtschaft. Die Gewinn 2021 bedeutet Gewerbe- und Industrieshow Nordwest, was eine Leistungsshow ist, was hier bedeutet, dass hier auch die Region mit einbezogen werden soll und nicht alles auf die Stadt Vechta. Aber wir hoffen uns hier einen großen Zuspruch der Unternehmungen, die alle sehr tatkräftig dies hier mit unterstützen wollen und sollen. Ja, wir haben uns im Prinzip schon sehr früh mit der Firma Otto Kühling zusammengesetzt, an einen Tisch gesetzt und wir haben zusammen mit den Veranstaltern halt einfach mal geschaut, macht es Sinn, wann macht es Sinn, eine Gewinn wieder durchzuführen und schon mal so ein bisschen reingeschnuppert, haben die Betriebe Lust drauf. Ja, und es wurde eigentlich ganz schnell sichtbar und deutlich, eine Gewinn muss wieder nach Vechta kommen. Es wird Zeit jetzt nach 5 Jahren, dass wir bald wieder eine hier haben. Und wir freuen uns, dass wir zusammen auch einen Termin so ein bisschen ausgeschaut haben. Und ja, jetzt stehen wir hier und haben noch ein Jahr. Und wir freuen uns, dass wir bis dahin den Veranstalter Otto Kühling unterstützen können. Und dass wir dann eine wirklich wahnsinnig tolle Veranstaltung hier auf dem Stoppelmarkt haben. Wir haben wieder ein großes Rahmenprogramm. Das, was bedeutet, dass wir Hubschrauber-Rundflüge haben, wir werden hier Kräne aufbauen, wir werden hier die Kinder betreuen, die man hier in einem Kinderzelt abgeben kann, nochmal 2 Stunden. Wir haben hier ein Abendprogramm vor, wir werden hier einen Ausstellerabend machen mit einer großen Modenschau, professionelle Modenschau, die wir auch alle Tage haben werden, wie es sich halt für die Stadt Vechta und für diesen grandiosen Platz, wie es sich halt so gehört. Wir werden nicht den Stoppelmarkt und große Fahrgeschäfte aufbauen, sondern große Zelte. Wir brauchen die Aussteller. Wir wollen hier halt die Wirtschaft der Stadt Vechta und der Region darstellen.